Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 11. April 2020 mit dem Video Was denkt und fühlt dein Seelenpartner heute mit den Lenormand-Karten, also Gilded Reverie von Ciro Marchetti. Bevor ich natürlich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du erstmal deine Augen schließt und natürlich in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und natürlich, während ich die Karten mischen werde, dass du mir deine Gedanken zusendest. Konzentriere dich auf deinen Herzensmenschen. Was denkt er denn in deine Richtung? Was fühlt er denn? Oder was ist so gerade auf seine Herzebene los? Was fühlt er denn in deinem, also in seinem Herzen in Bezug auf dich? Und was ist sein nächster Schritt? Oder möglich nächster Schritt? Wir schauen jetzt einfach, was die Karten sagen. Also wie du siehst, dass es geht hier wirklich darum, dass er darüber nachdenkt, dir eine Nachricht zukommen zu lassen. Dass er dir schreibt, vielleicht jetzt auch über die Ostertage, dass er dir frohe Ostern wünscht oder ja, Ostertage wünscht generell. Also ihm ist das bewusst, also wirklich aus seinem tiefen inneren Wissen, aus seiner Seele ist ihm das wirklich bewusst. Entweder, dass er dich verletzt hat oder hat hier im Kopf noch tiefe, tiefe Verletzungen, die hochkommen. Vielleicht auch Erinnerungen aus dem vergangenen Leben, aber nicht nur das, sondern allgemein spielen diese Verletzungen, die Sense, schon eine Rolle bei ihm auf der Kopfebene. Und also es geht auch hier wirklich darum, im Herzen spürt er dieses Aufbruchstimmung und dass die Uhr tickt, also die Zeit, ja, dass entweder denkt er denn oder fühlt er denn auch, dass also jetzt soll was passieren im Herzen, dieses Weitergehen, diese Aufbruchstimmung, bevor es zu spät ist. Also entweder spürt er diese Zeit als, ja, es ist jetzt an der Zeit, also dass er sich bei dir meldet, also mit dem in Verbindung mit dem Brief und dass es halt in diese neue Stufe hineingeht. Und da fällt auch das Buch. Also das Buch ist, wenn etwas noch nicht klar ist, wenn etwas noch nicht reif ist, wenn er nicht weiß auch, wo das hinführt. Also das ist so ein Gefühl, man weiß es nicht, wo das hinführt, das ist halt so karmisch auch hier in seinem Herzen, in deine Richtung. Aber irgendwie hat er diesen inneren Antrieb, dieses Angetriebensein, also im Herzen, im positiven Sinne, natürlich in deine Richtung, ins Ungewisse sich zu stürzen. Vielleicht auch, dass es jetzt schon so viel Zeit vergangen ist. Also hier ist auch eine Kerze, die hier auch abbrennt oder niederbrennt, also das heißt, dass es seit längerem dieses Gefühl in sich hegt und hier die unterste Karte, wie du siehst, also es geht hier um diesen Hund, also der Hund steht immer für Leue und Treue und Loyalität und Leue und Treue, Loyalität und Treue und
Also es geht auch wirklich darum, dass bis übers Leben hinaus, also Hunde sind total liebe Tiere, die sind wirklich treu ergeben und so ist er dir auch treu ergeben, egal was du machst, also er kann gar nicht auf dich böse sein, also da hat er diese Loyalität einfach in sein Energiefeld in deine Richtung. Und wie geht es jetzt hier weiter? Also wie du siehst, also das sind die Dualseelen, also das ist ihm zunehmend bewusst und auch diese Energie ist also sehr, sehr präsent da, dass ihr auch entweder sehr ähnlich ausschaut, ähnliche Schwingungen habt oder ihr habt euch regelrecht erkannt an eure, ja, eure Seele hat ja gegenseitig sich erkannt. Also der ist nicht jetzt dein Wunschpartner, der ist wirklich dein Seelenpartner. Und also im Außen muss noch etwas transformiert werden. Was bedeutet das? Ja, bestimmte Verhaltensmuster, bestimmte Gedanken, bestimmte Verbote vielleicht, die er sich immer wieder gegeben hat. Oder müssen einfach bestimmte Erkenntnisse noch in ihm wach werden, damit halt in diese tiefe, feste Verankerung geht, also in dieses Angekommensein. Oft verbietet man sich das selber auch, bestimmte Dinge und sagt, na, das kann ich doch gar nicht machen, na. So, und auf jeden Fall geht es darum, dass er sehr, sehr starke Sehnsucht in deine Richtung hat. Und also diese Schiff ist auch, also bedeutet auch, dass es langsam vorangeht. Vielleicht seit längerem ist das so, dass er diese sehnsuchtsvolle Gedanken in deine Richtung hat und dass es halt jetzt an der Zeit ist, also diesen karmischen Zyklus zu beenden. So, und jetzt ziehe ich eine Karte aus Reka, Kartendeck auf Wolke 7. Natürlich kannst du diese Karten auch in meinem Shop erwerben und das findest du unter dem Video in der Infobox. So. Oh, wie schön heute am Ostersamstag. Also, welche Engel begleitet ihm? Ist ja unglaublich. Schau mal hier zwei Stück. Also einmal der Engel der Erfolg und einmal Engel der Liebe. Engel des Erfolgs, glaube an dich und deinen Erfolg, dehne dein Bewusstsein aus und wage dich an neue Aufgaben heran. Du kannst alles erreichen, was du dir selbst zutraust. Also es geht darum, dass er sich auch vielleicht mehr zutraut und auf dich zukommt, ja? Und Engel der Liebe begleitet ihn. Liebe kann man nicht planen, sondern nur zulassen und sich darauf einlassen. Liebe ist die stärkste Kraft und heilt alle seelischen Verletzungen. Lass Liebe in dein Leben. Ja, das sind ja wirklich tolle Begleiter hier, die Engel. Ich hoffe, das konntest du annehmen. Bist du mit in Resonanz gegangen? Und wenn das der Fall war, hinterlass mir einfach einen Daumen hoch. Freue ich mich sehr darüber. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste. Bis bald, deine Valeria.